Wir wollen Adrian mal sehen. Man hört immer nur seine Stimme. Da habe ich schon drauf geantwortet. Wollt ihr nicht wirklich, ja? Kennt ihr das Krümelmonster aus der Sesamstraße? Ja, das ist noch wirklich ein Schönling gegen unseren Redakteur. Ja? Das ist noch ein Schönling. Ja? So. Hm. Ich bin jetzt gespannt, wer sich hier vier Geldpakete mitnimmt. Wir haben keine vier Geldpakete zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Nein! Hier ist die Flo. Oh, ich dachte schon, es ist eine Bonn. Mailbox. Die Flo aus Bonn, die ist wunderschreit. Oh, nein, ich dachte, es wäre eine Mailbox. Herzinfarkt um 3.30 Uhr. Hallo, oh, Flo. Gott, ja. Hallo, ist das ihr die... Süßen. Oh, das ist aber das, nett. Das ist nett gesagt. Ist das die Kurzform von Florentine? Ja, nein. Ach so, ich wollte nur mal fragen. Ja? Flo, hast du noch hier ein... Hab ich Kater, weißt du. Bitte? Der Kater. Einmal die Katze und einmal nach Alkohol. Macht Birle wohl. Ja, das ist allerdings richtig. Wie war jetzt die Antwort? Ich habe die Antwort nicht mitbekommen. Na, Kater. Ach so, Kater, natürlich. Nicht ich sogar noch eins. Ja, sag noch eins. Schlange. Einmal die Schlange, die Klapperschlange und einmal die Fußgängerschlange. Oder die Autoschlange. Da guckst ist richtig. Ja, ist richtig. Hast du noch eins? Hab ich noch eins, bestimmt. Ja, sag mal. Moment. Ja. Die Schnecke. Ich habe hier als übrigens Kriegtier eine Schnecke. Und als Kuchenstück. Meine liebe Flo, ich habe hier zum Beispiel eine Schnecke, die Robin gerne kennenlernen würde. Schau dir die Schnecke mal an. Hat sich jetzt eine aus Mitleid erbarmt? Das ist nämlich auch eine Schnecke. Hat sich eine aus Mitleid erbarmt? Das ist ein Fake. Das ist aber geil. Das ist ein Fake. Robin, die teilen bei uns. Ich bin nämlich auch auf Frauen. Ehrlich? Flo, jetzt wird's aber interessant. Ja. Jetzt wird's interessant. Moment mal. Bella, Donna. In was will ich jetzt hier reingehen? Das ist 100% Fake. Das ist der Wahnsinn. Man muss ja immer. Lass doch mal Schneckchen. Bestell mal liebe Grüße von der Flo aus Bonn. Das hört sie jetzt gerade mit Sicherheit. Das ist die Fenja. Bin ich jetzt wieder raus? Wollt ihr wieder Frauenabend machen? Okay. Wunder. Das ist so, ja toll. Du bist aber auch mal ein geiles Stück, ne? Dankeschön. Ja. Was mache ich eigentlich hier? Was soll ich eigentlich hier noch machen? Ich dreh durch. Ich wollte dir sagen, immer wenn ich dich im Fernsehen sehe, ich schmelze dahin von deinen wundervollen Augen. Dankeschön, es tut so gut, Dankeschön. Siehst du, Wunder, jetzt geht es schon wieder weg. Das ist gut, schau, du hast so wunderschöne Augen, siehst du, das ist die Wahrheit. Flo, du kriegst vier Geldpakete, waren das, glaube ich. Wir machen mal ganz kurz weiter mit dem. Du hast noch zwei, ich mach die zwei auf. Da sind zwei, genau, dann machen wir das doch. Mein Flo, du bist der Wahnsinn, echt. Du hast eine Wahnsinnslaune, das finde ich mal richtig toll. Um 3.32 Uhr, hör mal. Wahnsinn. Ich hab Zahnschmerzen. Nein, du hast Zahnschmerzen. Ach, du arme Maus. Soll ich dir jetzt eine Füllung verpassen? Bitte. Das war aber das richtige Loch. Oh Gott, nein. Was hat's jetzt? Oh, ich hab angefangen, ich bin schuld, ich höre auf damit. Wir werden es ja. So eine Scheiße. Wir hören mal auf jetzt. Flo, du bekommst 50. 100. 100. 150. Richtig. Wow. Und 190. 210 Euro. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch beide. Ja, tschüss. Ai. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, pass auf, wir machen das jetzt so. Wenn, liebe Frau, Sie jetzt mit Robin flirten, dann bekommen, oder mir, ja, oder mit mir, das muss ich jetzt sagen, ja, dann bekommen Sie 50 Euro. Wenn, Was ist flirten? Ja, warte, anmachen natürlich. Anmachen. Ja, wir wollen nette Sachen hören. Ja. Wir wollen, so wie die Flo gerade eben. Wir wollen Flo mit Lob überschüttet werden. Ja? Aber wir wollen nicht darüber reden, was richtig und was falsch ist. So Eingangstüren oder so. Das wollen wir nicht. Sondern niveauvolle Anmache, oder? Ja, genau. Entweder für die Funder oder für mich. Dafür gibt es 50 Euro. Oder für Adi. Ja. Adi ist das kleine Ding, was da oben... Aber du musst dann mitreden, Adrian, ja? Kann der überhaupt mitreden? Machen. Ist der schon erwachsen? Ich will, dass jetzt bitte die Leitungen brennen, denn sonst bin ich beleidigt. Ich auch. Ich aber auch hier sonst jetzt. Sonst bin ich beleidigt, ne? So, jetzt rufen sogar Frauen für dich an. Siehst du, Frauen? Wir machen ich krieg ja gar anmachen. Nichts mehr ab hier. Ganz welche Zielgruppe decke ich denn noch ab? Hallo? Das müssen jetzt die Quickies kommen. Ja, da müssen wir jetzt ganz schnell anmachen Wir brauchen super schnelle anmachen. Ich will wirklich, dass die Leitungen brennen.
Es soll sowas von brennen, weil jetzt können Sie beweisen, wie toll Sie uns finden. Hallo, wer ist da? Hallo? Oh, da hat sich jemand nicht getraut. Gottes Willen! Also beißen tun wir auch nicht, noch ist nicht Vollmond. Außerdem sind wir auf dieser Seite und Sie dort. Hallo? 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 Was ist das denn? Was ist denn hier los jetzt? Die Leitungen müssen jetzt brennen. Es geht darum, dass Sie uns jetzt sagen können, was Sie denken. Und wenn Sie etwas Positives denken über uns, dann kriegen Sie 50 genau. Euro. Und Sie wer erzählt uns seine erotischen Fantasien? Ja. Nein, die lassen wir außen vor. Aus. Nein, nein. Ja, gut. Wir wollen niveauvolle Anmachen. Wer ruft mich nachher am Handy an und erzählt mir seine erotischen Fantasien? Ein Satz. Hallo? Hallo? Ja, hallo, hier ist der Michael. Schönen guten Morgen. Nein, bleib da. Da bin ich raus. Michael, von da. Hallo. Das Wunder, du hast wirklich deine Augen. Ich finde dich die geilste Frau auf der Welt. Also ich schaue dir jetzt schon den ganzen Abend zu. Ja. Ich bin so entzückt. Die 50 Euro hast du dir mal richtig verdient. Ja, Robin, du bist aber auch ein super Typ. Danke! 50 Euro obendrauf! Du machst das wirklich klasse, wirklich. Ja. Du bist ein Schatz, danke schön. Ich lach mich immer kaputt bei euch beiden, wirklich. Das ist sehr lustig. Ihr macht das super. Das ist. Ja, jetzt kommen aber gleich die Scheinchen aus dem Automat bei dir, wenn du so weitermachst, ja? Michael, du bist ein Schatz. Bleib in der Leitung, du kriegst natürlich das Geld. Ja. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss. 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 So, Männlein, Männer, Frauen, die Frauen egal sind nicht mehr wer. Wach um die Uhrzeit. Jetzt will ich aber eine Frau hören. Ich will eine Frau hören. Nicht für mich, ich sondern ich trau mich für ja schon gar nichts mehr sagen Robin. Jetzt, ja? Ich bin ja nicht der Mensch, der sich verkuppeln lässt, aber die Funda macht das so toll. Ja, liebe Damenwelt. Ich war neulich wirklich mit meinem Bruder aus. Ich dachte mir, es ist falsche Welt. Weißt du, mein Bruder? Ich habe zwei Brüder. Stell dir mal vor, und mit dem Größeren war ich aus, also zwei Jahre älter als ich. Der schaut ohne, und mein Bruder schaut wirklich exakt so aus wie ich, ohne Mist. Hallo? Ach du Scheiße, das kann ich gar nicht glauben. Ich bin ja bei euch. Du bleibst hier. Oh Gott. Hallo. Hi. Das ist ja wer bist du? Ich scheiße auch an. Ja, Herrenüberschuss. Hallo. Bist du eine Frau oder ein Mann? Natürlich ein Mann. Da bin ich raus. Nein, du bleibst hier. Oh Gott. Komm zurück. Okay, schau, du musst zurückkommen. Siehst du? Sehr gut. Orhan, wir grüßen dich. Was hast du uns zu erzählen? Also, Funda, du hast so schöne Augen, dass ich gerne was zum Essen einladen würde. Das ist aber sehr nett. Jetzt ist die Frage, welche Augen meint der Orhan? In welcher Stadt wohnst du denn? In Gießen. In Gießen? Das ist um die Ecke, da kann man doch was machen. Ich mach da mal ein Date mit der Funda für dich klar, wenn du willst. Oh, das wäre sehr lieb. Orhan, wie siehst du aus? Beschreib dich ganz kurz mal schnell selber. Nee, schick einfach mal ein Foto an nightloft@welove.de. Das könnte ich machen. Mach das mal. Okay, und wenn du mehr willst, dann schick an nightpuff@welove.de. Das gibt es zum Glück nicht bei uns. Wenn ihr wollt, kann ich meine E-Mail-Adresse euch geben. Nein, schick uns einfach, wir sehen das ja dann. Das ist jetzt zu viel Information. Okay. Das würde jetzt den Senderrahmen sprengen. Ja? Orhan, 50 Euro für dich, du bist ein Schatz. Tschüss. Dankeschön. So, wo sind die Frauen? Wo sind die Frauen? Hallo, Frauen. Ich bin ehrlich, ich hab mich jetzt gut auf als E-Mail. Wer ist da? Bitte eine Frau, bitte. Hallo, wer ist da? Ja, hallo, hier ist Monique. Ich lasse dich ganz kurz alleine. Hallo, so. Monique. Hallo. Wie alt? 23. Also über 18, das ist schon mal nett, da können wir ganz offen reden. Monique? Ja, natürlich. Ich bin der Robin. Ja, hallo. Hallo. Na, was machst du so in deiner Freizeit? Oh, in meiner Freizeit, ich habe viel mit meinem Kind zu tun. Bitte? Ich liebe Kinder. Ich liebe Kinder über alles. Monique, wir passen gut zusammen, findest du nicht? Oh, das ist schön. Wo steht der Stiefelturm von Pisa? Nein, Paris natürlich. Wir geben es was. Tja, wir geben es richtig. 50 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, wir passen wirklich gut zusammen, merke ich gerade, ja? Bleib am Telefon, Bussi Parade. Wir werden uns mal treffen. Ja, es ist so eine fassbare Sendung von da. Wann bin ich wieder im Nightloft? Ich weiß nicht, ich glaube nie mehr. Ja? Es sei denn, ihr schreibt an die Pro7-Zuschauer, wir zwei sollen öfter machen, dann werden die Funde und ich uns zusammentun in einem Tag-Team-Match. Ja? Werden wir gemeinsam durch die Sendung weiterführen. Wo ist das Münchner Hofbräuhaus? In Stuttgart. So, Tschüsschen mit Küsschen. Tolles Wochenende, bis Montag. Nein, bis Dienstag bin ich. Ich bin Dienstagretter. Ich bin gar nicht mehr da, oder?
Und wenn Sie keine Lösung haben und Ihnen ist gerade langweilig, dann schreiben Sie an Robin. Er sitzt gerade am Laptop. Wir freuen uns über jede E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet nightloft@weloft.de. Und das Tolle ist, das Nightloft ist ja sehr interaktiv, liebe Zuschauer. Sie können uns eine E-Mail schreiben. Vorhin hat zum Beispiel Erpel mir, was hat er geschrieben? Ich sei blöd, hat er geschrieben. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum. Aber weil ich den, weil ich die zweite Bedeutung vom Bären nicht wusste. Also sowas. Aber das ist ja war ja nicht so. Ich meine, ich bin ja nicht, ich komme ja nicht vom Mond, oder? Also ja, zumindest ja, scheint es nicht so.